The Lord is coming. Are you ready? The Lord is coming. Are you ready? Would your heart be right if he came tonight? The Lord is coming. Are you ready? Das Gesetz Gottes wird in den USA als ungültig erklärt. Es ist Zeit, dass der Herr handelt. Sie haben dein Gesetz verbrochen. Eine Zeit wird kommen, in der das Gesetz Gottes in unserem Land, den Vereinigten Staaten, in einem besonderen Sinn als ungültig erklärt werden wird. Die Regierenden unserer Nation werden durch Gesetzgebung das Sonntagsgesetz durchsetzen. Dadurch wird das Volk Gottes in große Gefahr gebracht werden. Wenn unsere Nation in ihren gesetzgebenden Ausschüssen Gesetze erlassen wird, um das Gewissen der Menschen in Bezug auf ihre religiösen Vorrechte festzulegen, indem sie die Sonntagsheiligung durchsetzen und gegen alle, die den siebten Tag als Sabbat halten, starken Druck ausüben, dann wird das Gesetz Gottes in unserem Land praktisch für ungültig erklärt. Wenn das Land, das der Herr als Zuflucht für sein Volk vorsah, damit wir ihn entsprechend ihrer Gewissensüberzeugung anbeten könnten, das Land, über dem so lange Jahre der Schutzschild des Allmächtigen gebreitet war, das Land, das Gott begünstigt hat, indem er es zum Verwahrungsort der reinen Religion Christi gemacht hat, wenn dieses Land durch seine Gesetzgeber den Grundsätzen des Protestantismus abführt und den römischen Abfall unterstützt, indem Gottes Gesetz verfälscht wird, dann wird das Abschlusswerk des Menschen der Gesetzlosigkeit offenbar werden. Die Protestanten werden all ihren Einfluss und ihre Kraft auf die Seite des Papsttums werfen. Durch einen nationalen Akt, der zur Durchsetzung des falschen Sabbats führt, werden sie ihr Leben und ihre Energie für den verdorbenen römischen Glauben einsetzen und auf diese Weise dessen Tyrannei und die Unterdrückung des Gewissens zu neuem Leben erwecken. Dann wird es für Gott Zeit sein, in Vollmacht einzugreifen, um seine Wahrheit zu rechtfertigen. Der Prophet sagt: Danach sah ich einen anderen Engel herniederfahren vom Himmel. Der hatte große Macht und die Erde wurde erleuchtet von seinem Glanz. Und er rief mit mächtiger Stimme: sie ist gefallen, Babylon, die Große. Und ich hörte eine andere Stimme vom Himmel, die sprach: Geht hinaus aus ihr, mein Volk, dass ihr nicht teilhabt an ihren Sünden und nichts empfangt von ihren Plagen. Denn ihre Sünden reichen bis an den Himmel und Gott denkt an ihren Frevel. Wann reichen ihre Sünden bis zum Himmel? Wenn das Gesetz Gottes durch Gesetzgebung tatsächlich außer Kraft gesetzt wird, dann wird die äußerste Not des Volkes Gottes die Gelegenheit sein, um zu zeigen, wer tatsächlich der Herrscher des Himmels und der Erde ist. Sobald eine satanische Macht die Elemente von unten aufhetzt, wird Gott seinem Volk Licht und Kraft geben, damit die Wahrheit der ganzen Welt verkündet werden kann.